Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Warhammer mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück im Imperium oder dem entstehenden Imperium mit Kaiser Karl Franz. Wir werden heute Helmgard belagern und angreifen. Das machen wir nämlich mal direkt jetzt, um unsere Eroberungen weiter zu sichern. Ich muss mal gucken, wie das dann im Lauf so rund geht. Aber das ist jetzt erstmal unsere größte Hausaufgabe. Und da müssen wir mal gucken. Ich habe jetzt... Also wir können das auch automatisch machen. Und ich glaube, wenn ich eine Autoschlacht machen würde, dann hätte ich deutlich weniger Verluste, als wenn ich das jetzt manuell machen würde. Aber ich denke mal, ihr wollt ja auch gerne nochmal eine knappe Schlacht sehen. Das ist auf jeden Fall knapper für den Spieler, wenn er diese Schlacht selbst schlägt. Ich glaube, wir machen eine ganz breite Front. Ne, nicht ganz so breit. Das ist echt... Also wenn wir so auf die volle Breite gehen, dann ist es vielleicht auch ein bisschen zu schlecht, weil wir müssen ja... Also wir haben eine Einheit weniger als unser Gegenüber. Wir haben dafür eine Fernkampfeinheit mehr. Frage ist halt, was uns das hier großartig bringt. Ne? Das heißt also, wir werden im Nahkampf in der Unterzahl kämpfen. Der große Vorteil ist, er hat halt keine Kavallerie, die haben wir dafür. Also die Kavallerie stellen wir mal hier auf die Außenbahn. Die läuft im dümmsten Fall dann hier den Berg hoch. Ne? Ach, das wird nicht viel besser machbar sein, schätze ich. Hellebardiere hier rüber. Nicht ganz so zufrieden. Wir sind halt eben von unseren taktischen Möglichkeiten hier wahnsinnig eingeschränkt. Und wir werden vielleicht die eine oder andere Einheit auch verlieren. Aber ich fände es jetzt auch irgendwie doof, wenn wir diese Schlacht nicht selbst machen würden. Wir wollen jetzt auch nicht hier das Über-Powerplay spielen. Das fände ich auch irgendwie kacke. Wir könnten was anderes versuchen. Wir könnten versuchen, diesen Hügel zu erobern und davon dann runterzustürmen. Weiß ich aber nicht, ob ich das will. Schießt er schon auf uns? Nein, das kann er auch nicht. Dann rücken wir mal gerade ein bisschen vor. Ihr seht, wie hier... die Steine dafür sorgen, dass unsere Aufstellung durcheinander gerät. Müssen wir ein bisschen aufpassen. So, wir sind jetzt in Position. Können noch ein bisschen vor. Aus irgendeinem Grund bewegen wir uns ein bisschen seitlich. Wir strafen so fast, wie ihr sehen könnt. So, jetzt müssen wir langsamer machen. Also ich muss so ein bisschen mehr hier in diese Vogelperspektive rein. Also das ist jetzt eigentlich nicht so schlecht. Wir lassen ihn ja jetzt, also er stürmt jetzt gerade diesen Hügel, diesen leichten Hügel hoch. Das heißt, wir haben einen geringfügigen Hügelvorteil. Wir haben außerdem den Vorteil, dass wir mit unseren Fernkämpfern hier um die Flanke drum laufen können, um ihn hier in die Seite zu schießen. Das halte ich eigentlich auch für eine sehr gute Maßnahme. Das Doofe ist, er steht natürlich im Wald. Das ist nicht ganz so gut für uns. Wir müssen jetzt auf jeden Fall unsere Kavallerie schon mal vorziehen, weil er natürlich mit seinen Bogenschützen oder Armbrustschützen hier in dem Falle hier stehen bleiben wird. Und der Nachteil ist, dass die Kavallerie sich im Wald relativ langsam bewegt. Wir werden wahrscheinlich also eher so laufen und dann versuchen, hier durch diese kleine Schneise durchzukommen. Denn tatsächlich ist es wirklich so, wenn wir hier durch den Wald durchlaufen, da sehen wir es auch, nur noch 80% Geschwindigkeit. Ist nicht ganz so geil. Und das heißt also, wir werden im Idealfall versuchen, mit der Kavallerie genau, vielleicht können wir tatsächlich auch so eine Linie zeichnen. Lass mal gerade, Kollege. Wir können vielleicht wirklich... Nee, brich mal den Befehl gerade nochmal ab. Also, wenn wir die Shift-Taste gedrückt halten, können wir versuchen, vielleicht genauso hier durchzulaufen. So in etwa, ne? Ich versuche jetzt, ich mache das jetzt nur, um den Weg einzuzeichnen. Also de facto laufen wir natürlich gerade hier runter. So, dahin laufen wir.
und werden von dort aus dann die Bogenschützen, die Armbrustschützen angreifen. Wir haben hier unsere Speerkämpfer, die werden den Hügel erstmal eine Zeit lang ganz gut verteidigen können. Er hat die Speerkämpfer hier ein bisschen merkwürdig verteilt. Also wir müssen dann schon gucken, dass wir mit diesem bisschen Infanterie, das wir hier haben, dass wir mit denen hier schon mal so ein bisschen in die, hier so ein bisschen in den Winkel reinkommen. Denn er orientiert sich ja momentan so hier hoch und wir werden dann von der Flanke angreifen. Ich mache das jetzt, diese ausführliche Taktikbesprechung jetzt auch, bitte das, entschuldigt das nochmal, mache ich jetzt nur in diesem Part. Wir müssen hier gucken, dass wir schnell an diesem Stein vorbeikommen, weil auch der uns die Formation kaputt macht von unseren Einheiten. Und jetzt haben wir also hier noch ein relativ breites Zentrum und können ihn jetzt so ein bisschen umschließen. Das ist der Vorteil, wenn wir ein bisschen breiter aufgestellt sind als er. Der Nachteil ist, wir können im Nahkampf dann, könnte er leichter unsere Reihen durchbrechen. Das wäre natürlich nicht so gut und das wollen wir gerne verhindern. So, jetzt sagst du mir nochmal gerade, der Effekt unerschütterlich. Muss ich mir gleich mal angucken. Ich würde jetzt einfach mal spontan vermuten, es hat was mit der Moral der Einheit zu tun, dass für 90 Sekunden diese Einheit keine negative Moralauswirkung erhält oder ähnliches. Mit den Burschen möchte ich gerne. Wir müssen mal gerade gucken. Angeblich nur gute Chancen gegen diese Speerkämpfer. Warum? Verwirrt mich gerade ein bisschen. Sehe ich jetzt auch gar nicht so. Lassen wir hier mal noch stehen, werde ich versuchen zu benutzen, um eine Lücke zu stopfen. Oder vielleicht können wir uns schon mal hier so ein bisschen auf die Flanke orientieren. Wir werden dann gleich auch mit den Einheiten hier, mit unseren Musketenschützen, die können eigentlich schießen, dachte ich. Ist natürlich nicht so gut, wenn die hier. Ist natürlich nicht so gut für uns, wenn die jetzt hier eine blockierte Sicht haben, ne? Aber die werden schießen können. Wir sehen also hier ganz schön, wie die Einheiten ankommen. Oh, shit, Moment. Das wollte ich jetzt nicht. Bitte doch auf normale Geschwindigkeit. Da sehen wir auch schon die ersten Pfeile, die angeflogen kommen. Und die schießt nicht. Und irgendwie spinnt meine Kamera auch so ein bisschen. Schade. Ah ja, und da sehen wir jetzt, er orientiert sich mit der Front komplett um. So schnell läuft übrigens nur die KI. Also mache ich euch direkt schon mal drauf aufmerksam. Frechheit, sowas. Du läufst direkt im Mangen wieder zurück. Oder vielleicht machen wir es jetzt. Nee, ich kann das nicht mit der Shift-Taste machen, weil hier dieser Felsen ist. Wie gesagt, er macht einem die Formation kaputt. Die Gruppe 3 muss ich jetzt wieder hier so aufstellen. Während wir mit dieser Gruppe jetzt hier versuchen können, stärker aufzurollen. Also ihn zu umrunden, ja. Aus irgendeinem Grund schießt er nicht. Schießt mal bitte. So, und wir gucken weiter. Wir gucken noch ein bisschen aus der Vogelperspektive. Sehr interessant. Jetzt bewegt sich dieser Flügel hier wieder auf uns zu. Und meine Steuerung funktioniert nicht mehr aus irgendeinem Grund. Das ist doof. Ja, ich kann die Einheiten auch nicht richtig. Irgendwie ist das ist echt ein bisschen schade. Also ich würde mir wünschen, dass bei der nächsten Warhammer Engine das nochmal ein bisschen verbessert wird. So, wir stellen uns wieder ein klitzekleines bisschen kompakter auf. So in etwa. Und dann kannst du auf jeden Fall hier schon mal in den Angriff gehen. Du musst zurück. Du musst auf jeden Fall angreifen. Wir werden jetzt versuchen, hier so eine kleine Schneise zu schlagen, damit wir da mit der Kavallerie durchlaufen können. Ich muss noch ein bisschen mehr Draufsicht bekommen. Ist nicht gut hier. Ist nicht gut. Das ist gar nicht gut.
Denn unsere Einheiten stehen jetzt hier richtig scheiße. Wir stehen nämlich frontal. Das verstehe ich gar nicht. Ihr müsst jetzt auf jeden Fall hier vorbei. Greif's bitte hier an. Du bitte hier. Der Rest, der bleibt stehen von euch. Und ihr stellt euch mal gerade bitte so rum auf. Jetzt da bitte im Rücken angreifen. Du kannst direkt. Muss hier. Und wir müssen auf jeden Fall mit unserem General mit hier rein. Mit dem guten Kalle. Und der benutzt mal direkt hier seine Unerschütterlich-Fähigkeit auf dich. Ah ja, okay. Was heißt denn das jetzt dann genau, bitte? Ah ja. Führerschaftsstrafen und flieht niemals. Okay, gut, nee, dann haben wir das ja. Schön. Schieß den bitte in den Rücken. Ja, ich muss da gucken, dass ich da von hinten angreife. Wunderschön, wie wir da in die Armbrustschützen reinbrettern. So, und dann mache ich direkt Pause nach so einem. Ich will diese Aufnahmen ganz gerne zeigen. Das habt ihr euch ja auch gewünscht, dass ich das häufiger mache. Aber ich muss dann danach immer pausieren, um wieder mich so ein bisschen in die Schlacht auch richtig reinfinden zu können. Wenn wir jetzt hier den Angriff verstärken. Du schießt. Ihr reibt auf. So ist es nämlich gut. So greift man von beiden Seiten an. So ist er, ja, erschreckt, Schaden erlitten. Das ist doch wunderbar. Und wir müssen jetzt hier auch so ein bisschen gucken, was unsere Kavallerie gegen die Armbrustschützen aufbringt. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir sie in die Flucht schlagen. Das ist das Erste. So, die flüchten. Ich kann es mir aber jetzt nicht leisten, hier die weiter zu verfolgen. Deswegen mache ich jetzt den nächsten Charge, greife hier oben an. Ich muss hier oben diese Schwertkämpfer versuchen zu erwischen. Im Idealfall, ja. Das Doofe ist, das ist ein Ansturm den Hügel hoch, ne? Aber das ist de facto. Das ist de facto ein Duell, wo ich entscheidend eingreifen kann. Er flüchtet jetzt auch. Es ist natürlich so, dass die Einheiten wahrscheinlich wiederkommen werden, aber ich kann es mir hier nicht leisten, weil ich in Unterzahl kämpfe, die Einheiten zu verfolgen. Deswegen. Ne, wir machen es ein bisschen anders. Du wirst direkt die Flanke da verstärken. Du gehst bitte jetzt hier rum. Und du musst dich auf jeden Fall hier drüben irgendwie positionieren. Im Idealfall so. Das hier wird eng. Wenn ich Schwein habe, hält er noch so lange durch, bis der Karl Franz es schafft. Speer gegen Speer ist okay. Bis der Karl Franz es schafft, seine Fähigkeit nochmal aufs Neue zu aktivieren. Das Doofe ist, dass der Bursche hier wahrscheinlich bald flüchten wird. Und den kriege ich nicht zurück. Den krieg ich nicht.
muss außerdem gucken, dass er halt nicht zu stark. Der ist halt momentan von 4, 5 Einheiten. Der hat momentan 5 Einheiten. Wir kämpfen hier mit 3 und dem General. Ist nicht ganz so gut momentan. Aber wir machen hier einen schönen Schaden mit den Pistolieren in den Rücken. Es gefällt mir auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt hier die nächste Einheit in die Flucht geschlagen. Wie gesagt, die kommen alle wieder zurück. Der wahrscheinlich jetzt auch gerade, ne? Aktiv in schneller Bewegung. Ja. So, wir müssen da ein bisschen gucken, wie das jetzt abläuft. Der Bursche hier, der wird sich wahrscheinlich gleich rumdrehen und hier unsere schöne Reichsgarde angreifen. Und ihr seht jetzt, wir haben ordentlichen Schaden gemacht. Die Einheiten sterben relativ schnell. Du musst hier auf jeden Fall weitermachen. Jetzt kommt er zurück und schießt auf unsere Reichsgarde. Ja. Ach, unser General flieht. Aha. Okay. Das ist eine interessante Wendung, die so jetzt für mich nicht vorhersehbar war. Schieß bitte weiter auf ihn. Das könnte jetzt natürlich relativ ungut für uns ausgehen, ne? Nee, greif ihn an. So, noch einmal hier rein. Gut, der flüchtet. Nicht schlecht. Du hier bitte. Da. Halt, stopp, ich will den Charge zeigen. Also es macht einfach echt Spaß, dieser Reichsgarde zuzugucken. Ich finde, das ist eine saugeile Einheit. Ich würde gerne mehr von dieser Sorte besitzen. Ich gucke gerade, gegen wen sind sie am effizientesten. Ja, doch, schieß auf den. Der ist noch relativ dick im Geschäft. Von hinten angegriffen. Ja, aber das macht ihm leider nicht so viel aus, wie ich jetzt gerne hier hätte, ne? Gut. Wir rollen hier momentan weiter über diese Front drüber. Was mir auf jeden Fall gefällt. Schieß mal seinem General in den Rücken. Unser guter Kalle, der ist wieder am Start. Jetzt suchen wir uns mal noch eine Einheit aus, die es auf jeden Fall noch aushalten und durchhalten muss. 23 Stück sind das noch. Ich würde eher sagen, die Speerkämpfer müssen es auf jeden Fall noch packen. Und dann musst du hier drüben aushelfen. So, unsere Kavallerie schlägt diese Einheit jetzt ein weiteres Mal in die Flucht. Er flüchtet nicht. Stellt sich heldenhaft im Nahkampf. Das ist natürlich nicht gut. Okay, jetzt ist er weg. Nee, hier. Du kämpfst, okay, das ist gut. Schieß auf ihn. Weiter gehst hier. Ich muss gerade mal gucken, wie sonst noch so. Ah, jetzt versucht er hier meine. Jetzt versucht er hier meine Armbrustschützen zu kriegen. Da muss ich jetzt leider aushelfen. Das ist blöd. Das ist blöd. Da gewinnt er jetzt hier auf der Flanke die Oberhand. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Hat für mich aber den Vorteil, ich kann mit den Armbrustschützen ins Zentrum vorrücken. In der Autoschlacht hätte man wesentlich weniger Verluste, weil diese überbrutalen Boni der KI nicht so krass gewichtet werden würden. Ja, du schaffst das schon, Kollege. Wir können eigentlich jetzt hier drüben auch den endgültigen Ausschlag geben. Ist vielleicht besser, hier die mit der Flanke da komplett aufzuräumen. Schieß bitte auf ihn. Na komm. Na, der Charge ist für den Arsch. Okay, gut. Ich sehe es nicht ein, mit der Kavallerie hier zu verfolgen. Das bringt mir nichts. Was mir eher was bringt,
ist es mit der Infanterie. Oh Gott, dieses Spiel mit diesen Deselects, das ist so schrecklich. Nee, schau ich das mal an. Dann wählt er die als Group aus. Das ist auch schrecklich. Okay, gut. Naja, also wir machen das so rum. Und wir müssen dummerweise noch einmal durch dieses Waldstück durchbrettern. Das ist Kacke. Ach nee, du willst mich verarschen. Der hat er. Hat's da. Du verfolgst den, ist doof. Er hat mit einer Einheit in die Flucht geschlagen. Das war natürlich nicht so geil. Okay, gut. Ready, General! And gunners! Go! Take the ground! Take position! Ja, haut ab, Formation! Komm. March! Quickly! For the Emperor! Halberdiers! The Empire endures! And gunners! For Heldenhammer! No! For the Emperor! Sigmar holds. Yes, General! Ja, versuche ihn dann ein bisschen aufzuhalten und hol mir die Armbrustgeschützen zurück, die brauche ich nochmal. Ja, da habe ich mich nicht mit rumbekleckert. Normalerweise würde ich aber gar nicht in so eine Schlacht großartig auch reinzoomen und so. Schön, dass du in die Gegner reinläufst. Schieß aus den Gegner rein. So, wir bloppen jetzt hier seinen Gen. Das wäre sicherlich auch eine effizientere Taktik gewesen, den zuerst zu blobben. Aber da fehlen mir einfach so ein bisschen die strategischen Möglichkeiten, wenn man in Unterzahl kämpft. Kann man sich es unter Umständen halt nicht leisten, den Gen zu blobben. Das ist ein Pyrrhus-Sieg. Transformers. Ja, wenigstens die Kavallerie ist noch gut im Schuss, ne? Okay, das war's. Noch nicht. Da steht noch eine Einheit, okay. Auf den müssen wir also schießen. Okay, das war's. Dann mal pausiere ich hier. Ich will keine weiteren Verluste haben. Wow, der arme Kalle. Der hat gut kassiert. Wir haben deutlich mehr Kills gemacht. Also, wenn wir eine Kavallerieeinheit mehr gehabt hätten, wäre das easy going gewesen. Dann hätten wir viel, viel. Also so ist es ziemlich krass. Zwei Drittel Verluste. Ein Drittel haben wir übrig behalten. Keine herausragende Leistung. Aber ich möchte euch ja auch gerne ein paar Schlachten zeigen. Ich hätte vielleicht noch die Standarte zuweisen können, ha? Huh? Habe ich jetzt gemacht, so. Oh, und ich habe noch nicht mal eine Erfahrung gekriegt. Das ist halt auch so ein Ding. Wenn ich es automatisch gemacht hätte, wäre Karl Franz jetzt Stufe 4. This will bolster the nation. Bring me to my men. And my women. In the name of Magnus. Hier reißen wir jetzt das Teil ab. Denn wir haben in Helmgard ein solches Gebäude. Ah ne, warte mal. Oder hast du doch ein Level gekriegt? Ah, doch jetzt. Ah, okay, gut, alles klar. Wir wählen Blankaroschtal. Das ist das Erste, weil wir am Anfang sehr, sehr viel mit Infanterie noch hantieren müssen. So. Jetzt werde ich versuchen. Approach and make your offer, but I make no promises to my ascent. Marienburg in den Krieg gegen die Schädelsammler mit reinzurufen. Das wollen die nicht. Schade. Ja, müssen wir mal gucken, wie das in der nächsten Runde aussieht. Denn Marienburg ist immer so ein kritischer Kandidat. Das ist schon wieder den Schädel quetschern. Greetings on behalf of the Empire. Now what brings you here with a sheathed blade? Nee, mag ich dann doch nicht. Okay. Kislev wird nicht handeln wollen. Wiesenland wird vielleicht handeln. I will listen, but my time is short. Okay, doch nicht. Nordland? Willst du handeln? Surely an agreement will be reached. But are we not all sons of Sigmar?
Okay, nächste Runde. Moment nochmal. So, da sind wir wieder. Was habe ich gerade gesagt und was wollte ich sagen? Ich habe es, glaube ich, vergessen. Ach so, die wollen nicht. Ne, dann gucken wir in die nächste Runde rein. Stimmt, ja. Ich kriege keine Verträge, dann machen wir das ein bisschen anders. Aha. So, wir quicksafen mal an der Stelle. Das baue ich sofort aus. Hier baue ich die Stelle. I command here. Da müssen wir gerade gucken. I will listen, but my time is short. Okay, nicht in den Pack machen sie nicht. Ah, ich glaube jetzt, aber jetzt bekomme ich sie, glaube ich, in den Krieg rein mit den Dingens. Ne? Ihr wisst, wen ich meine. Ja, ist ein bisschen arg viel, ne? Aber das lehnen die ab. Also für 2000 mache ich es noch, das ist die Schmerzgrenze. Marienburg erklärt nämlich einem ganz gerne mal den Krieg. Und das Ding ist, wenn Marienburg uns den Krieg erklärt, dann müssten wir unsere Aufmerksamkeit ja erstmal ihnen schenken. Und das will ich eigentlich noch nicht. Das bindet zu viele Kräfte. Deswegen. Shit. Die Schädelsammler finden sie ja unglaublich scheiße. Kriege ich die nicht in den Krieg mit rein? Echt doof. Okay, gut, wir gucken mal gleich. Dann nehmen wir Eilhard ein. Who calls? Men, we must attack. To strengthen the Empire. So, wir kontrollieren jetzt eine komplette Provinz. Kriegen einen Bonus auf unsere Einheitenerfahrung, was halt mega geil ist. Nehmen die zweite Stufe von Blanker Stahl. Plus 14, Nahkampfangriff. Und zieht euch das mal rein. Plus 24 auf Stufe 3. Das ist pervers viel. Plus 24, ja. Also ist schon richtig, richtig viel. Dann können wir das hier nur mal gerade zeigen. Ich gucke gerade. Na, während das Ding lädt. Ah, ne, geht, okay. Units. Empire, genau. Infantry. So, wo sind sie? Nehmen wir die Swordsman. Melee Attack. 32, normalerweise, plus 24, haben die fast doppelt so viel Nahkampfangriff. Und warum ist es wichtig? Nahkampfangriff, Melee Attack, ist wichtig, damit die Einheiten treffen. Melee Attack bestimmt, wie gut diese Einheit im Nahkampf eine andere Einheit erwischt. Und wenn sie einen sehr niedrigen Nahkampfwert hat, dann trifft sie einfach nie. Und das ist scheiße. Boah, der Mistkerl hat schon so viele Pistoliere. Die bekommen wir zwar auch bald. Aber das ist noch nicht so cool. Okay. Wir brauchen mehr Wachstum. Als Erlass in diesem Fall. Ich bleib nicht in der Stadt stehen. Denn wenn Marienburg mich angreift, ist sie ja mir im Arsch. Es sei denn, ich krieg sie jetzt dazu. Approach and make your offer. But I make no promises to my ascent. Ja, ist okay. Ach, fuck you, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Komm hier. Warum wollen die nicht? Die wollen mich unbedingt platt machen.
okay, dann können wir, dann vergessen wir das mal ganz schnell. Wir müssen eine Einheit rekrutieren und wir müssen zwei Einheiten, nee, wir müssen auch ein paar Einheiten zusammenlegen. Of course. Ja, okay, wir kriegen ja jetzt auch zusätzliche Erfahrung für unsere ausgebildeten Einheiten aufgrund der Sonderfertigkeiten, oder nee, das ist ein Gefolge, das du gekriegt hast, ne? Der Milizionär, genau. Das ist gut. So, Eilhard werden wir den Teufel tun und das Ding ausbauen. Wir gucken in die nächste Runde. Euer Ruhm wächst, mein Herr. Neuigkeiten eurer Eroberungen verbreiten sich überall. Danke. Selbst die entferntesten Könige und monströsen Fürsten haben von eurer wachsenden Stärke gehört. Okay. By the Comet. Also. Wir brauchen einen Nicht-Angriffspakt mit Marienburg, bevor ich mich hier rumkümmere, weil wenn ich da hinlaufe, dann wird der Eilhard angreifen, da bin ich mir ziemlich sicher. Du musst auf jeden Fall auf Stufe 2 ausgebaut werden und du auch. Was bauen wir hier? Einfach bauen wir so eine Trinkstube. Um die öffentliche Ordnung noch ein bisschen zu pushen. Das scheint mir nicht ganz unwichtig. Okay, gefällt mir. Soweit. Marienburg, nochmal. Surely an agreement will be reached. For are we not. Sorry, dass ich da die ganze Zeit mit denen so hier rumfeilsche. Schon besser. Vielleicht kriegen wir das hin. Dass sie dem Krieg gegen die Schädelsammler beitreten. Cool. Der Vorteil, durch den gemeinsamen Gegner bekommen wir einen Beziehungsbonus und sie sind jetzt ein bisschen abgelenkter. Surely an agreement will be reached, for are we not all. Schade. Okay, wir können ganz viel handeln. Kislev will nicht, Ostland will vielleicht. Wiesenland will vielleicht. Die Zwerge wollen bestimmt. Hail to your Emperor. What can I do for you? Kannst du mir ein Handelsabkommen geben, Kollege? Boah, sag mal, ey, das ist ja teilweise aber echt ein bisschen ätzend hier. Ich sollte nicht mein ganzes Geld für Handelsabkommen ausgeben, ne? Aber mit den Zwergen ist es wichtig. So. Machen wir mit Talabekland. Haben wir ein Defensivbündnis mit denen? Wir haben militärischen Zugang und ein Schutzbündnis. It is good to see fellow sons of the Empire this day. Schade. Die hätte ich ganz gerne. Das würde unsere Ausdehnung deutlich vergrößern. Müssen wir mal gucken.
Mittelland könnte ein doofer Gegner werden. Ja, wird auf jeden Fall ein Gegner werden. Okay, dann gucken wir nochmal ganz schnell nach dem... nach möglichen Handelsabkommen. Surely an agreement will be reached. Make your proposal. My long beards grumble, so make it quick. Okay, gut. Nicht ein großer Pakt mit Karagnorn und ein Handelsabkommen, das finde ich gut. Bastonnen haben wir noch. What does the Emperor need that he cannot already find in his vast, if tainted lands? Nicht ein Pakt hätte ich gerne mit dir. Okay, das funktioniert auch. Was dann machst du jetzt? Bow before the rightful lords of this land and I'll hear your demands. Oh, das würde sich aber echt lohnen, ne? Ja, okay, gut. Das kriegen wir dann natürlich wieder nicht, ist klar. Nordland hatten wir, glaube ich, schon. Surely an agreement will be reached. But are we not all sons of Sigma? Okay, gut. Du willst noch immer nicht den Nichtangriffspakt, alles klar. Dann haben wir das soweit. Bring me to my men. As is my right by Sigma's crown. Ja, aber das ist egal mit dem Abzug hier. Wir haben momentan genug zu tun und ich kann erste Runde hier den Auftrag machen. Diese Mission erfüllen. Das erscheint mir nicht ganz unwichtig. Ja gut, verpiss dich. Schön. Wir haben noch eine Schlacht im Angebot. Nach einem ganz, ganz kurzen Cut. Ich muss nämlich mal ganz kurz nach meinem Sohnemann gucken. So, ich bin zurück und habe mir nochmal direkt einen Kaffee eingeschenkt. Lass uns den Angriff hier direkt machen. Das machen wir selbst. Ach krass, mit Artillerie sogar. Eine Höllensturm-Raketenlafette, ja. Warum kriege ich sowas nicht? Das wird halt noch ewig dauern. Oh, die sind aber relativ hochstufig. Okay, machen wir das. Ich glaube, dieses Gefecht sieht so aus, dass wir jetzt hier erstmal einen Hinterhalt durchführen gegen diese Rebellen. Müssen wir mal schauen. Ah. Come, men. It seems Todbringer sends his midden wolves across the Reich to test our mettle. He seems to think that since my father's death, Reichland is weak, and we cower under our beds waiting for these Ulrich worshippers to save us from our woes. I say we Reichlanders are more than capable of defending ourselves. I say we show Todbringer's mongrels that Reichlander blood flows through our veins. We face the trespassers deep in the blood pines. Keep your wits, lads, for there is more than Ulrich's dogs in there. My father had to send the Reichsguard in to purge these woods of forest goblin filth more than once during his reign. Yet that is not what we face today. No! Today we send the Elector Count of Middenland a message that it is the House of Franz that protects the borders of Reichland! Ah, krasse Ansprache. Echt cool gemacht. Das wollte ich natürlich nochmal sagen. Ein Zuschauer hatte das aber auch schon vor ganz, ganz langer Zeit geschrieben, dass man sich bei dem Imperium ja ganz stark an diesem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nationen eben orientiert hat. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das ist okay. Ja, also wie gesagt, man hat sich bei dem Imperium ganz stark vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nationen inspirieren lassen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Stell mir die Einheiten dann doch mal bitte irgendwie hier so auf. Weil wenn ich die so krumm und schief aufstellen muss, dann machen wir das nämlich gerade so. Die Reichsgarde werden wir hier in die Artillerie reinsenden. Die Fernkämpfe nehmen wir dahin mit. Du
bitte dahin und du kannst nochmal hier so im Zentrum irgendwie mit rumwursteln und dann haben wir euch ja auch noch. Machen wir hier quasi so eine zweite Welle, mit der wir dann teilweise hier außen rumlaufen und versuchen sie zu umrunden. Genau, also deswegen Heiliges Römisches Reich. Der Begriff Heiliges Römisches Reich, Deutsche Nation, der kam ja erst ganz, ganz spät auf. Und man hat sich eben, ja, man hat sich mit dem Imperium ganz deutlich daran angelehnt. Das sieht man natürlich einerseits an der Namensgebung und andererseits sieht man das auch so laufe. Jetzt mache ich immer gerade die Angriffsbefehle. Man sieht es an der Namensgebung, man sieht es aber auch an der Art und Weise, wie man das versucht hat, hier in diesem Spiel umzusetzen. Es gibt also auch, wie das in dem Warhammer-Universum so gestaltet ist. Da gibt es halt eben diesen, da gibt es den Kaiser, der wird von den Kurfürsten gewählt und die Kurfürsten sind natürlich eifersüchtig und wollen gerne selbst Kaiser werden und versuchen durch eigene Machtpolitik die Oberhand zu gewinnen. Das sind halt so, das ist halt das Typische, was ja ganz lange im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation eben auch passiert ist. Wo viele Leute ja sagen, das ist eigentlich das Schlüsselereignis, was es für Napoleon angeblich ja so leicht gemacht hat, mit dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation dann aufzuräumen, weil es eben im Reich jetzt nicht so eine einheitliche Politik gab, weil der Zusammenhalt der Reichsfürsten dann doch eher als schwach eingeschätzt wurde. Du bist ja hier schon mit den Bogenschützen zugange. Ja, räum die, beziehungsweise mit den Armbrustschützen, räum die mal auf. Wir kümmern uns jetzt hier um die und du kümmerst dich nochmal um die Burschen. Wir müssen hier keine Einheiten vollständig vernichten. Schön, wie der, wie wir es hier geschaffen haben, ist er flüchtet. Man kann sich schon mal hier stellen, hier aufstellen. Da wird nachher noch Verstärkung kommen, denke ich. Ah, es nähert sich feindliche Unterstützung. Ach, da hinten? Ja, dann stehen wir ja ganz, dann stehen wir ja goldrichtig. Dann stellen wir unsere Fernkämpfer hier oben auf die Anhöhe. Jetzt kommen die von da hinten. Okay, gut. Ja, ist auch prima. Ihr wisst ja, ich mache mir selten Gedanken darum, wo ich meine Gegner abschlachte. Komm zurück hier. Gut. Oh. Ich wusste gar nicht, dass der... Ach, Pistoliere. Da schau mal einer an. Schieß mal drauf. Okay, gut, die sind schon so gut wie weg. Die halten natürlich auch im Nahkampf nicht lange durch. Naja, gut, wenn die KI die Pistoliere spielt, weiß man ja nie. Muss man halt mal gucken. Entschuldigung für die Unterbrechung. Gut. Ich glaube, die Aufstellung der Einheiten habe ich gemacht, ne? Oder wollte ich sie nochmal neu machen? Machen wir sie so. Schlage ich vor.
ist meine Reichsgarde da? Nimm die mal mit hier hin. Gehen wir mal in diesen Kinomodus rein. Das ist natürlich, wenn man diese Bündnisfarben aktiviert hat, sieht es halt dann ein bisschen schöner aus. Ja, da ist ein General. Ja. Nehmen wir mal den Karl Franz mit dazu. Komm, auf ins Duell. Oh, du bist dran vorbeigelaufen. So, was habe ich jetzt übersehen? Wo rippt mich die KI gerade ab? Gar nicht so, ne? Okay, gut. So, schick mir die noch drauf. Wir blobben ein bisschen. Das wird eine kurze Schlacht. Die Reichsgarde nehme ich ein bisschen zurück hier. Die brauchen wir nicht unbedingt. Ah, das machen wir alles platt. Klar, die Fähigkeiten setzen wir auch ein. Das war's. Oder? Ja. Oh, ich bin ein Meistertaktiker. Huiuiui. Da gibt mir das Spiel aber zu viele Credits. 10% Verluste. Ja, ein bisschen weniger, aber schon recht viel. Die 600 Kröten nehme ich auf jeden Fall mit. Oh, wir sind Rang 6. Geilo. Plus 8 Bewegungsreichweite auf der Kampagne. Wir haben die behende Klinge und wir haben einen Kampfzauberer bekommen. Boah, der sieht aber böse aus. Gefällt mir hier schon ein bisschen besser. Ein Lichtmagier. Gebäude beschädigen, Magiestörung, Attentat, Einheit angreifen, Planung, Held hinzufügen. Cool. Dann nehmen wir den blanken Stahl mit. So. Und dann machen wir Folgendes. Ja, okay, gut. Wir gehen in die Gewalt raus. Wir laufen nicht nach... Da, wir laufen nach Altdorf rein. Erhöhen dadurch die öffentliche Ordnung ein bisschen. Cool, den haben wir da gekriegt. Geil, okay. Wir haben das Silbersiegel noch gar nicht. Das ist ja eigentlich das Insignium des Kaisers bei Total War Warhammer. Also das Zeichen dafür, dass man wirklich auch Kaiser ist, ne? Okay. Bitte mergen. The winds blow strong. My power is there. Er geht jetzt nur für eine Runde da rein. Wird hier jetzt erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln. So, wir können jetzt auch Pistoliere rekrutieren. Nächste Runde werden ein paar Gebäude fertig.
Wenn wir Pech haben, werden wir in Eilhard angegriffen. Ich hoffe mal nicht. Aber wie das weitergeht, sehen wir im nächsten Teil. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin alles Gute. Ich sage erstmal, macht's gut, bis zum nächsten Teil. Sigma mit euch. Tschüss.